es ist Zeit zu gehen. Und war 2 Monate nur zu Hause. Ist echt traurig. War eine schöne Zeit. Tschüss Napier, wir werden uns wiedersehen. Vorbei und ja, ich bin ziemlich excited, denn wir sind gerade auf dem Weg nach Taupo und dort werden wir aus einem Flugzeug springen. Ja, ich werde heute skydiven und wenn es etwas gibt, auf das ich mich richtig gefreut habe in Neuseeland, dann ist es skydiven. Und ja, dementsprechend bin ich richtig excited, ich bin aufgeregt, aber ich habe auf jeden Fall mega Bock darauf und ich glaube, das wird Hammer und ich habe noch zu Hause keinem was davon erzählt, also meine Familie weiß noch nicht, dass ich springe, da ich Mama keine Angst machen möchte, da ich weiß, dass sie nicht unbedingt möchte, dass ich springe, aber ja, ich meine, ich bin am anderen Ende der Welt, keiner kann mich aufhalten und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in Taupo. Wir sind jetzt in Taupo angekommen und ja, wir frühstücken jetzt erstmal hier direkt am Lake. Okay, quasi, der ist irgendwo da hinten. Direkt am Lake. Ja, der ist okay. Und ja, wir stärken uns jetzt erstmal und gleich geht's dann weiter zu den Taupo Tandem Headquarters. Skydiving. Keine Ahnung. Ich glaube, man sieht einfach nur Reflektionen von der Sonne. Wir sind da, es wird ernst. Wir sitzen jetzt hier draußen und warten, dass es losgeht und der Flug vor uns wird gerade vorbereitet, den wird gerade drin der Fallschirm auf den Rücken geschnallt und ja, so langsam wird es ernst. So Marie, wie geht's dir so weh. Kurz vor dem Sprung? Ja, mein Rücken tut immer noch weh, aber ich glaube, das vergesse ich dann da oben, weil
Moment denke ich auch gerade an gar nichts. Das ist gut möglich. Oh. Jana, kommen wir zu dir. Ja. Wie fühlt es sich an, gleich aus einem Flugzeug zu springen? Nicht gut. Unbelievable. Ich wurde ein bisschen dazu überredet. Aber vielleicht freue ich mich ja danach, $600 ausgegeben zu haben. Du hängst nur an einem Fallschirm. Ja. Das Gefühl ist komisch, oder? Ja, das Gefühl ist sehr komisch. Auf jeden Fall, kann ich verstehen. Ich glaube, ich weiß, wie man sich fühlt. Chris, was hast du heute zum Frühstück gegessen? Ja, so einen kleinen Red Velvet Muffin und einen Pancake und dann hatte ich keinen Hunger mehr. Du bist voll im Schatten, geh mal darüber. Mehr, mehr. Beautiful! Jo, Chris! Jo, nochmal von vorne, warte. Cut. Jo, Chris! Ja, hallo. Wie fühlst du dich? Ich bin excited. Irgendwie ist ein komisches Gefühl im Bauch, auch wenn es im Kopf noch nicht angekommen ist, dass ich gleich aus einem Flugzeug springen werde. Aber... Hast du Angst, dass du stirbst? Nee, überhaupt nicht. Das ist gut. So gar nicht. Ich fühle mich eigentlich ganz sicher. Vielleicht wird es anders, wenn wir abheben. Aber ja, ich freue mich. Marie, ja? Was sind die letzten Worte, die du deiner Familie mitteilen würdest? Liebe euch. Jana. Inseln können schwimmen. Christian, hast du etwas, was du deiner Mutter mitteilen möchtest? Es tut mir leid. Und deinem Vater? Nö. Ich weiß, dass er sich nicht so Sorgen macht. Und ja, ich vermisse euch alle ganz toll. Aber... ja. Jana, Christian, Marie, Alisa, Teresa, and Rachel. You guys can go to the gear up area. We'll start getting you ready. So, Mark. So, langsam kommt man in Stimmung. Wir wurden jetzt angezogen. Gleich kommt der Fallschirm noch dazu. Und ja, sehen aus wie richtige Rennfahrer. Thank you.
Ich hab's überlebt. Hey. Also, der Sprung war mega geil, es hat echt Bock gemacht, der Freefall war echt heftig, also hat sich angefühlt wie Fliegen, falls man das fühlen kann. Und ja, es war mega geil. Ich hatte ziemlich Druck auf den Ohren, beziehungsweise auf dem linken, das tat etwas weh, aber war zu ertragen und ja, das Ganze hat einfach nur mega Bock gemacht, ich kann es echt nur weiterempfehlen, es war super cool. Und wir haben ein fancy T-Shirt bekommen. Man kann sich dort einfach einen Golfball für $1 kaufen und wenn man diese Insel da hinten im See trifft, beziehungsweise wenn man die Insel trifft, bekommt man einen neuen Ball und wenn man ein Loch trifft, dann kann man $10,000 gewinnen und durchschnittlich schafft das wohl alle 2 Wochen jemand, aber es ist so viel Gegenwind, wir würden nicht ansatzweise in die Richtung der Insel bekommen. Hallo Marie, hast du schon realisiert, dass wir gerade aus einem Flugzeug gesprungen sind? Denkst du, du wirst es realisieren? Ja, aber es braucht heute auf jeden Fall noch nicht. Richtig komisch, es ist wie so ein Traum. Hast du es realisiert, Chris? Nö. Es war einfach nur komisch. Weird. Let the bass get you.